Boah. Was ist das für ein komisches Ding in meinem Arm? Das juckt ja wie verrückt. Ah. Wer ist das da hinten? Er hat ein Feuer. Mir ist heiß. So, nochmal auf dieser Map. Ich habe mich doch dafür entschieden. Ich muss das nochmal versuchen. Wenn ich jetzt wieder so andauernd drauf gehe, dann, ja, weiß ich auch noch nicht. Aber erstmal versuche ich es hier nochmal. Ich gehe mal gucken, ob ich da oben was klauen kann. Hallo? Ich meine, hallo? Ich bin ein Verrückter. Ich werde euch alle umbringen, wenn ihr mir nicht gebt, was ich will. Gut, scheint keiner hier zu sein. Hi, man. Ich muss weg. Tut mir leid. Sorry. Ich glaube, ihr habt gefragt, wo ich bin. Ich habe nicht so genau verstanden. Mittag und Abendessen. Level 90. Ein Brontosaurier. Sieht auch schon ein bisschen cool aus. Ich halte mich lieber erstmal von den anderen Spielern, von den anderen Fan. Dort sehen wir gerade, wie ein Tier brutal niedergestreckt wurde. Ich hau lieber ab, bevor ich der Nächste bin. Naja, was ich sagen wollte, ich habe auf Google gelesen, dass es hier tropische Nordseite wohl gar nicht so gefährlich sein soll. Also muss ich das auch unbedingt mal versuchen. Auf alle Fälle erstmal ein paar Ressourcen sammeln für ein paar Waffen. Ich habe sie ja schon überall welche niedergelassen. Ich wollte irgendwo ein bisschen für mich sein. Narkobären. Ach so, muss noch kurz was gucken. Moment, Moment. Sorry, sorry. Bin gleich soweit. Chatbox, nee. Die habe ich glaube ich schon ausgemacht, ne? Automatisch Chatfenster, genau, das hatte ich ausgemacht. Das hat beim ersten Mal ein bisschen genervt. Körper ziehen, war G. Na gut. Holz brauche ich, Junge, Holz. Ah, endlich. Oh, ja, okay, reicht. Ah, ein Dodo. Kann ich schon was craften eigentlich? Quatsch, falsche Taste. Kann ich in der Spitzhacke, geht schon. Heute bin ich mit Buchanan, wer ihn noch kennt. Mit Buchanan. Ah, ich fand das herrlich lustig. Gut, ja. So lustig auch wieder nicht. Mit Buchanan. Sollte man googeln, wenn man ihn nicht kennt. Den aus den 90er meine ich. Nicht die neue Verfilmung. Ich will mal gleich genug Bären mitnehmen, bevor ich wieder verhungern bin. So. Ist hier irgendwo eine?
Hallo? Ist hier was zum Stehlen? Ich glaube nicht. Natürlich hätte ich nichts gestohlen, ganz klar. Level verfügbar. Mach ich auch gleich mal. Wieder Ausdauer, wie gesagt, hier muss man sehr viel laufen. Gut, auf alle Fälle will ich einen Speer haben. Und eine Axt. Hasern brauchen wir, glaube ich, auch für Kleidung, wenn ich mich nicht irre. Ah, im Wasser? Im Wasser? Im Wasser? Das ist ein Dino. Was brauche ich denn für einen Speer jetzt noch? Holz und Feuerstein. Für die Axt, Feuerstein und Stroh. Ich würde da gerne mal runtergehen, aber ich weiß nicht, ob der Dino da gefährlich ist. Und man krepiert hier so schnell. Deshalb würde ich mir ganz gerne wenigstens einen Speer mal kurz zusammen craften. Was? Ihr wollt mich fressen? Das gibt's ja wohl nicht. Boah. Kommt her, Abendessen. Alter, was halten die denn aus? Boah. Oh, Scheiße, was war das denn? Oh nein! Oh, es kam schon wieder so ein anderes Spiel an. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab hier kein Glück bei dem Spiel. Tropical Island North. Ja, da will ich nochmal hin. Boah, das gibt's doch gar nicht, ey. Da ist schon wieder der nächste. Level 90? Da, ich bin gerade hier. Eine Minute, nee, 10 Sekunden bin ich hier. Und schon greift mich wieder an. Das kann doch nicht sein. Habe ich so viel Pech oder was? Da laufe ich andere, da laufe ich nicht lang. Das kann doch gar nicht sein alles. Dass man aber so eine kleine Dino-Nuss nicht mal mit der Spitzhacke erledigt kriegt, das ist schon echt unglücklich. Also weiß ich nicht. Das stört mich jetzt gerade extrem. Das waren drei kleine Dino-Nuss und ich habe eine Spitzhacke gehabt. Ich weiß nicht so recht. Ja, das läuft mit dem Wasser oder nicht? Der da ist extrem gefährlich. Ich glaube, der hat mir gerade auch tot gemacht. Tot gemacht. Gefressen hat er mich. Ich will jetzt ein bisschen Holz holen. Es muss doch hier irgendwo einen Ort geben, wo ich halbwegs sicher bin. Halbwegs sicher. Stroh und
sehr stark. Oh, das ärgert mich so extrem, ey. Ich war echt nur 5 Minuten im Spiel wieder. Und gib den Löffel ab. Kann ein bisschen dauern jetzt. Ich werde mich hier nicht so leicht wegwagen. Ich werde immer ein bisschen länger im Leben bleiben. Zacke geht aber echt schnell kaputt, muss ich sagen. Was können wir machen hier? Auf alle Fälle brauche ich eine Axt. Für den Speer brauche ich noch ein bisschen Holz. Gut, ist ja nicht so viel. Axt, eine große Steinschutzhacke, um hauptsächlich Feuer. Stein aus Felsen, Stroh von Fleisch von Kadavern zusammen. Maximale Haltbarkeit 40 Waffen, Schaden 100. Okay, hier ist die Axt. Was kann denn das Speer? Eine einfache Nahkampfwaffe, die auch geworfen werden kann. Es besteht eine Chance, dass sie bei Benutzung kaputt geht. Ja, habe ich gestern bekommen. Okay. Ist eine Spitzhacke vielleicht nicht so gut geeignet als Waffe? Man denkt. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade noch zum ersten Mal. Hä? Hör doch mal auf, eine Axt zu machen. Ausschließen. Ach so. Ich hab den Bauplan auf die 2 gelegt und nicht die Axt. Ich wusste nicht, dass das auch geht. Okay, gut. Jetzt geht's aber noch. Ja. Dort sehen wir gerade, wie ein gefährlicher Dino, wir sehen es nicht ganz, einen kleinen, unschuldigen Dodo angreift. Er jagt seine Beute. Der Dodo versucht zu fliehen. Und wir sehen, hat der Dodo keine Chance. Oh, oh, oh. Der gefährliche Dino hat den Dodo in die Ecke getrieben. Für den Dodo gibt es kein Entkommen mehr. Sein Stündlein hat geschlagen. Ich kann das nur allzu gut nachvollziehen. Hört ihr auch die Schmerzensschreie von dem kleinen Dodo? Oh, war das für Spaß, der schreit nicht. Gefährliche Welt. Ich nehme wieder Ausdauer. Ich hoffe, dass ich damit weglaufen kann. Knüppel. Ich nehme mal... Ja, Feuer. Naja, egal. Nehmen wir ein Feuer einmal. Knüppel. Das kann ich mit dem Knüppel machen. Einfache Nahkampfwaffe. Die bestens dafür geeignet ist, Ziele bewusstlos zu schlagen. Ich will niemanden bewusstlos schlagen. Ich will die umbringen. Kalt machen will ich die. Was ist denn das? Schreib deinen eigenen Test auf die Notiz. Elixier in deinem Kochtopf, um eigene Rezepte zu erschaffen. Cool, aber das brauche ich gerade erstmal nicht. Bietet einen leichten Schutz vor Hitze und Kälte, aber nur minimalen Schutz vor Verletzungen. Na toll. Na toll, mache ich trotzdem, bevor ich hier die ganze Zeit nackt rumlaufe. Und noch ein Oberteil. Okay. Ich glaube, dafür habe ich auch die ganze Fasern gebraucht, ne? Fasern 40, boah, 50. Von Feuer, Stein, Holz, Stroh. Okay.
Ich glaube, kann das sein, dass man mit der Spitzhacke mehr Strom bekommt? Ich weiß nicht mehr so genau. War das nicht so? Ja, genau. Mit der Axt mehr Holz, mit der Spitzhacke mehr Strom. Ah ja, genau. Okay. Ja, okay, reicht. Lagerfeuer hat... ein Speer auf alle Fälle. Er hat gerade schon wieder gekotet. So, Fasern brauchen wir auf alle Fälle noch. Wieder kackt. Stell Stickstoff bereit, der deinen Pflanzen beim Wachsen hilft. Wäre ein effizienter Dünger, wenn du es mit Stroh und Kompostbehälter kombinierst. Verdirbt in 40 Minuten. Aha, meine Kacke verdirbt in 40 Minuten. Interessant. Interessant. Fasern auf alle Fälle holen. Oh, glaube, ich bin schon paranoid hier. Mir ist nicht ganz wohl mit dem Dino da um die Ecke. Ich habe das Gefühl, immer Schritte zu hören. Aber das bilde ich mir wahrscheinlich auch nur ein. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, ich müsste mal langsam die Beeren essen, bevor die wieder verderben. War nicht eben gerade genau hier ein riesiger Felsen, auf den ich raufgeklettert bin? Wo ist denn der hin? Oder war der? Der war doch nicht der, oder? Hä? Der ist doch... war nicht genau hier vorne ein großer Felsen? In die Richtung gehe ich nicht, da bin ich vorhin gestorben. Genau hier war ein großer Felsen gerade, wo ist der hin? Ich traue mich nicht in die andere Richtung da zu gehen, ich will nicht schon wieder sterben. Ah nein, nein, ich habe ihn schon gesehen. Der ist genau neben mir lang gelaufen. Ich hoffe, er hat mich nicht bemerkt. Was macht denn er da? Der Brontosaurus steckt mit dem Kopf an der Wand. Ist das vielleicht für mich die Gelegenheit, ihn anzugreifen? Level 50. Soll ich ihn? Ist ein bisschen gemein, ich weiß. Soll ich? Soll ich? Nee, ich weiß nicht, ob er mich angreift. Keine Ahnung. Ich glaub, er kann sich nicht bewegen. Wäre eine gute Gelegenheit, ihn in Stücke zu hacken. Habe ich genug Fleisch erstmal. Ah, verdorben. Die Bären sind verdorben. Nein, verdammt. Mal kurz gucken, ob hier noch mehr sind, die verderben. Dann esse ich die erstmal. 9 Minuten. Auch 9. 9. Geht doch alles noch. Jetzt ist dem Herrn hier kalt. Na toll. Ich suche einen sicheren Ort. Für ein Lagerfeuer und einen Unterschlupf. Mhm. Interessant, interessant. Ja,
Im Gras. Oh, ich sehe da hinten schon einen Skorpion. Das kann doch nichts. Oh nein, da ist noch so ein Vieh. Ich weiß nicht, wer hier. Hier ist alles gefährlich, glaube ich. Bisschen dunkel gerade. Ich werde mal schnell den Speer ausrüsten. Ich höre irgendetwas. Ja, war klar. War klar, dass ich gleich wieder angegriffen werde. Aber nicht mit mir, ey. Diesmal nicht. Oh, vier Stück! Wieso halten die denn so viel aus? Oh nein, ausgerechnet jetzt? Oh, ich schaff das bestimmt wieder nicht. Komm schon. Ja toll, Level Up, davon habe ich jetzt auch nichts. Alles mal füttern hier. Gesundheit 52, Nahrung 34, ganz schön wenig. Ich hoffe, ich kann die Dinos gleich noch ausschlachten da. Kann ich mir noch einen neuen Speer. Komisch ist auch, dass ich die Axt nicht als Waffe benutzen kann. Also irgendwie weiß ich nicht. Verschwindet in. Ja, her damit. Leder, genau. Leder brauche ich. Großes Fleisch, super. Welches Level hatten die? 75. Hä? Scheint mir nicht so ganz funktionieren hier irgendwie. Ich mache kurz Gesundheit. Kann man hier immer gebrauchen. Was ist das? Wasserschlauch, Schuhe, eine Mütze. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze und einen Schlafsack. Geht das nicht mit einer Axt oder wie? Ich sehe hier wieder rohes Fleisch. Ah, jetzt. Wie dauert denn sowas eigentlich? Ist doch nicht normal, oder? Komisch. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Bisschen Russ. Ich verhungere? Ich verhungere? Unglaublich. So, fix ein Lagerfeuer machen. Gott sei Dank kann ich eins machen. So, einmal das. Moment. Die vier. So, fix Fleisch und Holz muss ich glaube ich reinmachen. Nee, Faser nicht. Holz. So, Feuer entzünden. Jetzt müssen wir kurz warten. Ich habe Feuer gemacht!
Oh, ich habe Feuer gemacht! Das ist aus dem Film. Wie hieß er nochmal? Outcast, Castaway, genau. Tom Hanks. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Was? Das ist mein Fleisch, hau ab! Das ist mein Fleisch, geh weiter. Ist jetzt schon fertig mit Spiel kennen. Total geil. Okay, cool. Genug. Feuer löschen, Inventar öffnen. Ist das Fleisch schon gut? Holzkohle, gegrilltes Fleisch. Nahrung sieben. Oh nein, Alter! Oh, ist doch zum Kotzen hier, ey. Bin ich vergiftet. Vom Skorpion, wie ich gesehen habe. Oh, es kann doch nicht wahr sein, ey. Ich glaub's ja nicht, ey. Mann, nee, ich glaube, ich lebe noch. Ich glaube, ich bin nur... Ich schlafe nur. Da, mein Feuer noch. Ich glaube, weil ich vergiftet bin, bin ich sowas wie betäubt gerade. Ach ja, genau, da sind auch Sterne rechts. Oh, ich hab gedacht, ich bin tot. Vielleicht hab ich ja doch noch eine Chance. Komm schon, wach wieder auf. Mami, bist du das? Doch nicht. Oh, ja. Das hat gut getan. Ach egal, nein, gib her. Ich wollte gerade sagen, brauche ich nicht, brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, keine Ahnung, ist dieser scheiß Skorpion weg oder nicht? Ich brauch noch was zu essen. Zu trinken brauche ich auch was. Gib ein bisschen mehr Wasser trinken wieder. Ging doch gestern auch, oder nicht? Ja. Ich will ja nicht schon wieder sterben. Oh, was macht er denn da? Ist der Skorpion weg? Vielleicht kann ich ja den Skorpion in einem Kampf verwickeln mit dem Trixera-Tops oder wie die heißen. Ey, da ist ein Skorpion. Hinter dir. Der ist echt in meinem Feuer. Los! Kämpf gegen den Skorpion! Alter, da liegt doch mal Fleisch drauf. Ich hab Hunger. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Hau ich schnell ab. Ich muss das Fleisch mitnehmen. Und die Kohle. Feuer löschen. Kann man doch abreißen irgendwie, ne? Genau. Jetzt schnell weg hier. Ich werde mal hier hinter diese Barrikade Schutz suchen. Ob das was bringt, weiß ich natürlich gar nicht. Aber hier bleibe ich trotzdem erstmal stehen, damit ich das Fleisch essen kann. Was sagt die Nahrung? 30? 35, toll, ist ja auch nicht so viel. Das ist ja auch nicht so viel. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Oh. Ich glaube, die Frage hat sich erledigt, was ich jetzt mache. Ah, noch mehr. Ein Tod. Es tut mir wirklich leid, aber ich stehe hier schon am untersten Ende der Nahrungskette. Komm her, du. Tut mir leid. Bitte, tut mir leid. Nimm es nicht übel. Tut mir leid, nimm es mir nicht übel. Ich wollte das nicht. Tut mir leid. Wie viel Zeit habe ich noch, bevor er verhungert? Nahrung 24, gar keine Zeit habe ich mehr. Muss ich jetzt ein neues Lagerfeuer machen? Ja,